Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DLC, der damals zu Alan Wake zum Hauptspiel noch mit erschienen ist. Und das Ganze nennt sich der Schriftsteller, The Writer. Und das Ganze ja, hat mir nicht wirklich erklärt jetzt, was nach dem Hauptspiel jetzt passiert ist. Aber ja, und das werdet ihr am Ende sehen. Alan Wake kommt zu einer sehr interessanten und spannenden Erkenntnis. Aber das möchte ich jetzt hier nicht verraten. Dazu müsst ihr das Video und das Spiel bis zum Ende schauen oder bis zum Ende drücken von mir aus. Okay. Dann wünsche ich viel Spaß bei Alan Wake, der Schriftsteller. Bisher bei Alan Wake. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nachdem ich meine Frau vor dem mysteriösen Dunkel gerettet hatte, war ich am dunklen Ort gefangen. Fantasie kann hier dein Feind sein. Einer albtraumhaften Welt, die irgendwo jenseits der Ufer unserer Existenz liegt. Ihretwegen geschieht das alles. Du musst tun, was Zane dir sagt. Folgen Sie dem Signal. Kommt das wirklich alles aus meinem Kopf? Der dunkle Ort spielt Ihnen Streiche. Auf dem Weg durch die sich ewig verändernde Landschaft versuchte ich, Thomas Zane zu erreichen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie gehen immer tiefer rein. Der Schriftsteller, hallo und herzlich willkommen zu Alan Wake. Na bitte, Alan. Hartman? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Nein. Im Ernst, Wayne, dieser Rahmen gerät außer Kontrolle. Nein, raus aus meinem Kopf. Reiß dich zusammen, Alan. Du weißt doch, die Realität ist hier anders. Genau das meinte ich, Al. Ich glaube, ich sitze hier fest. Du musst selbst einen Weg nach draußen finden. Ich warte. Denk daran, du bist immer noch am dunklen Ort. Das weißt du, ja? Ich will dich nicht beunruhigen, Kumpel, aber es geht um die Wurst. Schön. Ich spürte, wie der Druck zunahm. Barry hatte recht. Die Zeit lief davon. Alles, was ich sah, war eine dunkle, verdrehte Version der Realität aus meinen Erinnerungen und Gedanken. Und ja, damit herzlich willkommen zu Alan Wake Remastered und der Schriftsteller natürlich auch Remastered. Und ja, das mache ich das Ganze jetzt in Longplay. Also das gesamte, ich werde das gesamte Spiel durchspielen. Walkthrough, Longplay, ihr wisst schon. So, los geht's, Freunde. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Loch gemacht. Da gehe ich gleich durch. Weil ihr wisst ja, ich schaue mich gerne um. Ja, auch wenn jetzt hier zum Anfang noch nichts zu finden ist. Und wir haben ja auch noch nichts. Ich habe noch nicht mal eine Taschenlampe. Und hier ist Baustelle pur. Ich glaube, die, ja, die Baustelle allgemein, die ist sowieso nur in seinem Kopf, wenn ich hier die Bücher sehe. Ich musste es akzeptieren. Wenn all dies meinem Geist entsprang, dann ließ ich selbst es geschehen. Ich kämpfte buchstäblich gegen mich selbst. Ein Moment der Klarheit. Ja, ein Moment der Klarheit und da ist unsere Lampe. So. Jetzt fühle ich mich wohl. Ja, Surprise stand dort. Überraschung, ja. Wer hätte es gedacht? So, habe ich denn auch was frei, auch was ich einsammeln kann? Ich habe doch gar keinen Revolver, ich habe doch noch nichts. Okay. Revolver habe ich noch keinen. Und Munition war, glaube ich, bei diesem DLCs auch knapp, soweit ich mich erinnere. Nach dem Abschluss von Departure war ich selbst auch fertig. Ich hatte nur Alice retten wollen. Danach wollte ein Teil von mir aufgeben und sterben. Aber ich hatte nicht aufgegeben. Thomas Zane hatte mich gefunden. Ich hatte eine Albtraumlandschaft durchquert und war seinem Signal gefolgt. Er hatte mir gesagt, dass ich zu tief hineinging. Ich wusste nicht, ob er den dunklen Ort oder den Wahnsinn meinte. Vielleicht war es dasselbe. Ja, ich habe so kurz geschaut, ich wusste jetzt nicht, wo lang.
Was steht hier? Recharge. Lithium-Batterie. Was haben wir denn hier für Gemälde? Da ist nichts Eindeutiges zu erkennen. Ich höre aber schon wieder Geräusche von irgendwoher. Waffe bedeutet, dass aber auch jetzt gleich jemand kommt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass gleich jemand um die Ecke springt. Zu einfach und zu ruhig ist es mir. Night Springs Videospiele. Oh, ob ich da alle zusammenkriege. Das Night Springs Videospiel. Ja, ich hätte ein extra Spiel gemacht zu Alan Wake, so der sich Bright Falls nennt zum Beispiel. Hätte man können machen, ne? So abenteuermäßig. Hey Al! Gut gemacht! Du bist also echt irre, was? Mal ehrlich, damit haben wir doch gerechnet. Naja, aber ich fühle mich recht vernünftig. Den Umständen entsprechend. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind. Deshalb sind sie verrückt. Hey, sieh dir die Lightshow unter der Lodge an. Das ist Zanes Licht. Ja, weiter singst du nicht mehr. Das heißt, er hat dich fast eingeholt. Du solltest mit ihm reden. Zanes Licht. Zane ist die böse Seite. Also der böse Alan Wake, glaube ich, ja? War das nicht so? Ja. Hier durch. Nein, ja, es ist mir verdächtig ruhig. Viel zu ruhig. Das wird sich alles gleich ändern. Jede Menge Feuerwerk. Klasse. Wake hörte die Old Gods spielen. Die Musik war ganz verdreht. Sie zog die Schreckgestalten an! Ach ja? Erinnerst du dich daran, Herr? Erzähl mir das noch nicht vorher. Habe ich denn was zum Schmeißen? Nein, ich habe nur die Waffe. In jedem Moment kamen mehr von ihnen. Sie würden ihn überreden. Nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bedroht wirst, als ob deine größte Kraft sich gegen dich richtet. Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Umzingelt von Feinden und betäubt vom Lärm. Awake hilflos. Ei, ei, ei. So nicht. Alter! Okay. Das war mal noch nicht so schlimm, ja. Wir holen erstmal jedes Ei. Du kannst jetzt reingehen, Al. Der Große hat die Tür eingeschlagen.
Nein, ich gehe noch nicht rein. Ich möchte erstmal einsammeln hier. Der Große hat die Tür angeschlagen, ja. Ja, Munition ist doch nicht so knapp. Hä? Ach, jetzt ist die Schrift hier weg. Ah. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Einladung. Aber wir wissen ja auch, dass es sicher noch... Was ist denn das? Die Videospiele finden muss. Gleich mal von hier draußen. Was habe ich denn alles gesammelt? Ich habe viele Batterien für meine Taschenlampe. Da. Wow, das ist typisch du, Al. Immer machst du alles so kompliziert. Das ist nur eine Erinnerung. Selbst eine Erinnerung sind kompliziert. Ja, du wirst wohl mit Zane reden müssen, jetzt, da er tatsächlich hier ist. Ich lasse euch dann, naja, nicht Fantasiegestalten einfach mal in Ruhe reden. Kommst nicht? Nee, ich war eine Stütze, weißt du? Du schaffst das jetzt allein, Kumpel. Ah, da ist Zane, der Schreiber. Doch nicht die böse Seite von mir. Ich hatte das jetzt verwechselt. Ich gehe gleich hin, keine Angst. Dann komme ich auch hier raus nochmal. Okay. Weiter geht's in der Geschichte. Zane. Sie waren gut, Alan. Jetzt kann ich Sie begleiten. Sie sind in Ihrem Traum gefangen. Sie müssen sich wecken, aber erst müssen Sie sich selbst finden. Die Hütte. Ja, meine Hütte. Das wird nicht leicht. Ihr früheres Werk kann Ihnen helfen. Ich habe noch einige Seiten Ihres Manuskripts übrig. Solche Worte sind hier mächtig. Videospiel gefunden. Als ihr es gerade gesehen habt. Das ist es? Der Leuchtturm? Das passt sehr gut. Ich kann Ihnen dahin helfen. Aber danach sind Sie allein. Ich kann jetzt nicht in die Hütte. Dafür hat das Dunkel bei unserer letzten Begegnung gesorgt. Sie treten sich selbst gegenüber, den Teilen ihres Geistes, die sich schwer kontrollieren lassen. Den Kampf kann niemand für sie gewinnen. Und das, wo Alan Wake so gut springen kann. Okay, das ist was anderes. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist sehr interessant, also... Nicht runterfallen, liegen bleiben. Und was ist jetzt mit dem Boot? Kommt es auch mal zu mir? Ist diesen. Ja, ich muss da auch hier hin. Ach, ich muss noch ein Stück vorlaufen. Ach komm, oh nein. Uah. Ihr seht, was ich meine, ja, Alan Wake, der kann nicht richtig springen, obwohl, ja, ich weiß, ich bin der, der die Figur kontrolliert. Oh. Ich war froh, Zane an diesem Ort dabei zu haben. Er kannte das Gelände, wie es jetzt war, aber ein Teil von mir fragte sich, ob er überhaupt noch ein Mensch war, nach so vielen Jahren hier. Ah!
Ich hab's doch gesagt. Gerade eben habe ich noch. Der Leuchtturm? Das passt sehr gut. Ich kann Ihnen dahin helfen. Aber danach sind Sie allein. Ich kann jetzt nicht in die Hütte. Dafür hat das Dunkel bei unserer letzten Begegnung gesorgt. Sie treten sich selbst gegenüber, den Teilen Ihres Geistes, die sich schwer kontrollieren lassen. Im Kampf kann niemand für Sie gewinnen. So. Ah, das Boot hing erst hier fest. Das hing hier fest und deswegen hat ich das... Ich war froh, Zane an diesem Ort dabei zu haben. Er kannte das Gelände, wie es jetzt war. Aber ein Teil von mir fragte sich, ob er überhaupt noch ein Mensch war. Nach so vielen Jahren hier. Springt nicht wirklich weit. So. Also, was habe ich denn an Waffen? Ich habe die hier. Die ist mir lieber. Die Welt kippte. Sie stand auf dem Kopf. Wake war verloren. Er würde fallen. Er wusste noch immer nicht, wo oben war. Er würde hier sterben, zerfetzt vom Wirbelsturm. Jetzt wird's verrückt. Wasser wie auf Beton aufschlagen. Du kannst mich nicht so sehr töten wollen. Der Sturm kam. Er würde ihn alles. Jede Möglichkeit. Kann ich auch was weg? Hier von? Nein. Ich bin nur gelaufen. Das war ein reiner Verzweiflungsakt. Ah, das Wichtigste war noch nicht erschienen. Boah. Ja, nie wieder umdrehen. Nie wieder umdrehen und gucken, was hinter mir liegt. Der Sturm hatte ihn herumgewirbelt. Er bestand aus Dunkelheit. Er hatte erlebt, was passieren konnte. Er riss alles hinweg. Ich musste durch das wirbelnde Chaos hindurch. Es erinnerte mich an das Dunkel. Nur eine weitere Erinnerung. Es konnte mich trotzdem töten. Ist zu weit weg. Oh, ich krieg hier ein Herz, Kasper. Oh, 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 ey. Aber genial gemacht, ja, diese ganzen Gedankensprünge. So nicht.
Also das ist wieder mal typisch. Und diesen Felsen. Rock steht hier. Noch einer. Was hier so rumfliegt. Oh la la! Alter, meine Güte. Boah. Konzentrieren Sie sich auf den Aussprung. Wenn Sie ihn erreichen, finden Sie die Hütte. Es wird hier immer verrückter sehen. Ja, das ist zu erwarten. Sie kämpfen um sich selbst. Die Landschaft reflektiert diesen Kampf. Aber jeder Schritt bringt Sie näher. Wenn Sie durchhalten, können Sie die Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Klarheit erreichen, die die Dunkelheit abwehrt. Okay. Die Hütte erstmal erreichen, ehe ich Klarheit erreiche. Jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Oh, echt. Okay. Ich glaube. Rollen. Trotzdem muss ich Ausschau halten nach dem Videospiel. Och. Nichts nachspawnt, kann ich immer gucken. Also Night Springs. Das waren noch nicht alle, das kannst du mir nicht erzählen. Brauchst du so viel? Da drüben ist wieder mein Leuchtturm. Schön bedacht. Ja, meine Tools, meine Spielzeuge, die sind sehr wichtig. Sprich Munition. Oh, halt! Was war das jetzt, was ich eingesammelt habe? War das Videospiel? Scheint nicht so. Okay. Auf ins nächste Chaos. Ins Chaos des Gehirns von Alan Wake. Ein Hole, ein Loch, ja. Oh, aber erstmal, bevor ich hier. Oh, jetzt habe ich 20 davon. 20 Leuchtfackeln. Soll ich da eine reinschmeißen?
Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist auch eine schöne Mechanik. Jetzt habe ich so viel Leuchtfackeln. Und ich kann sogar noch eine mitnehmen. Denn, ja. Was will ich mit so vielen? Ja, da frage ich mich wieder, wie viele kommen jetzt und wollen das sieht nicht gut aus. Es ist zu still. Ich dachte, der Fernseher, der brecht jetzt hier durch und... ...und schiebt mich in die Richtung. Treffe ich den überhaupt? Alter Schwede. Der Kettensägenmann. Ich mag keine solchen engen Räume, aber ich muss ja schauen, ob ich eventuell noch was finde, dass ich bereue, dass ich nicht gesucht habe. Oh, halt. Muss ich noch nicht hinfallen. Jeden Zentimeter, jeden Millimeter untersuchen. Vielleicht auch hier? Nein, da war doch nichts. So, was habe ich jetzt noch an Muni? Da oben habe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich nur noch die Pistole. Ah, wieso bin ich jetzt gleich hier runtergefallen? Komme ich nicht mehr hoch. Oh, ich komme hier lang. Wake musste durch ein Labyrinth laufen. Sinnlos im Kreis rennen, ohne Anzug. Noch nicht, mein Freund. Dein Leben im Kleinen. Es war nutzlos. Schade, ich komme hier... Ah, ja stimmt, ich habe es ja von der anderen Seite gesehen. Also ist das ja jetzt... Hoppala. Ja, das Labyrinth, das hast du mir jetzt erzählt. Fernsehgerät, Mann aus dem Fernsehgerät. Oder mein böses Ich. Oder nein, ich als Schreiber. Oh, oh. Oh, und jetzt? Jetzt kommt Stimmung auf. Das sieht auch herrlich aus, ja, muss ich ehrlich mal sagen. Es sieht wirklich wunderbar aus. Die Remaster-Version, wenn wir da... Telefon. Ah, Tastatur. Schreibmaschinen-Tastatur und Tasten. Kann man da auch ein bestimmtes Wort wählen? Nein, bestimmt nicht. Ja. Oh, das bin ich. Das bin ja ich. Nicht
euer Ernst, oder? Ich soll da jetzt reinspringen? Gibt's keine andere Möglichkeit? Ja, hier steht's still. Ich soll hier springen? Wirklich wahr. Ah, die Polizei. Polizistin. War das gerade? Verflucht! Ich habe bitte gesagt! Ich brauche mehr Licht! Das ist alles aus dem Hauptspiel. Ah, ist das schön. Rollen bestimmt zurück. Ich gehe lieber mal mit, wie die wieder zurückkommen. Ja, okay, so schnell ist das nicht. Oha. Wie dreht sich das denn jetzt noch? Bin ich verwirrt. Aber sowas von. Dreht sich das noch? Ich spring hier nicht rein. Ah, ich sehe schon, das ist der. Das ist dieser Bunker. Auch aus dem Hauptspiel. Wahnsinn, was dreht sich wohl jetzt hier? Ich sollte lieber gehen. Hier ist aber nichts drin. Ah, okay. Ein Aufzug? Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, ein Aufzug, der irgendwie, naja. Nächster Halt, Verstand. Sie schlagen sich tapfer. Weiter so. Es ist schwer, diesen Ort zu verstehen. Das ist ein Traum. Ein riesiger Ort, der völlig fremdartige Kräfte und Wesen beheimatet. Das Dunkel. Ja, ich weiß nicht, was nach Ihrer letzten Begegnung damit passierte. Gibt es einen Weg hier raus? Manchmal können Übertragungen zwischen den Welten verschickt werden. Sie haben es selbst getan, aber den dunklen Ort verlassen. Ich weiß keinen Weg. Stuckys Tankstelle. Nicht das, was ich unbedingt sehen wollte. Aber offenbar war ich nicht der auf dem Fahrersitz. Hau mich nicht raus. weil wahrscheinlich jetzt irgendwas noch kommt. So lange bleibe ich nicht alleine. Doch, hatte ich nicht noch irgendwas? Eine weitere real gewordene Erinnerung. Wade würde es nie schaffen. Der Wahnsinn um ihn war bereits ein Teil von ihm. In ihm, in seinen Taten. Er konnte unmöglich gewinnen. Er wollte es nicht mal. Was konnte ich nicht gewinnen? Wenigstens war der Leuchtturm jetzt viel näher. Ich müsste irgendwie dort hinaufkommen. Naja, du bist gut. Boom. Lass mir das mal offen. Ich
Ich muss hier in die Richtung, ich muss hier vor. Ich komme nicht drum rum. Schieß doch mal! Ich will nur wegen dem Spiel gucken. Ich weiß, es ist noch riskant. Na, jetzt reicht mir das, jetzt ist ja... Oi. Seite oder was steht, was liegt hier drüben. Na, jetzt wäre es sowieso zu spät, jetzt komme ich ja nicht mehr hin. Die Holzhebemaschine hatte keinen Strom. Ja, bewundert mich hier nicht. Eine Brücke, Bridge. Eine Brücke. Ah, genau, ich muss ja den Strom hier verbinden. Damit das funktioniert. So. Okay, hier ist aber nichts. Okay. Da muss ich auch nicht wieder hin. Let's go. Ha. Ja, volle Muni. Auf den Punkt. Da
damit der gute Alan Wake auch richtig hochkommt. So, nochmal umsehen. Warum liegt da nie was rum, wenn ich so denke, wenn immer nicht durchguckt, liegt nie was rum. Verdächtig ruhig. Der Teil von Ihnen, der die Kontrolle hat, ist in der Hütte, träumend und wahnsinnig. Das gefällt mir aber gar nicht. Sie sind der Teil von Alan Wake, der rational denken und planen kann. Deshalb rede ich mit Ihnen. Wenn dieser Teil wieder die Kontrolle erlangen kann, dann könnten Sie es schaffen. Aber ein Teil von Ihnen will aufgeben. Es liegt Trost im Vergessen der Träume. Sie sind der Teil, der nicht bereit ist, aufzugeben und zu sterben. Halt! Wollen Sie mir sagen, ich sei nicht real? Sie sind so real wie alles an diesem Ort. Es gibt zwei von mir? Ja. Und der, den Sie Mr. Scratch genannt haben, bin das auch ich? Nein. Zane, spielen Sie eine Art Spiel mit mir? Ich bin nicht der Autor Ihrer Geschichte. Aber Sie haben die Seite über mich und den Klicker geschrieben. Das war nicht meine Seite. Sie haben mich zu ihr geführt. Weaver hat sie bewacht. Ja, sie wurde gebraucht und Sie brauchten den Klicker, aber ich bin nicht. Was? Ich verstehe nicht. Sie sollten gehen. Zane? Zane, bitte! Tja, das war sehr hilfreich. Eigentlich auch nicht. Weil jetzt weiß ich wieder nicht, wer hier wer ist oder ob ich hier die ganze Zeit Spielchen mit mir selbst spiele. Ja, Spießen mit meinem eigenen Verstand. Ist klar. Schön. Kann ich mich gar nicht mehr entsinnen, dass das so war hier. Autsch! Habe ich selbst einen Ziegel erwischt. Schön weit nach oben. Ja. Punkt. Point of no return. Die Brücke ächzte im fremden Wind. Sie verkündete die Ankunft des Feindes. Wake würde den Ort nicht lebend verlassen. Schuss, wie viel ich habe allgemein, weiß ich nicht. Hier auch runterfallen. Nicht gut. So habe ich die jetzt genommen.
Was ist jetzt besser? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal weiter. Ah, Crumble bedeutet, dass hier was von oben gefallen kommt. Boom. Crumble. Da kommt Krempel von oben gefallen. Uiuiui, das war knapp. Nein, dann knall ich mich noch selbst in die Luft. Kein Spiel, nichts, nichts zum Einsammeln. Also Leute, irgendwie... Moment, ich kann Ihnen helfen. Soll das gehen? Es ist wie Träume kontrollieren lernen. Es gibt eine Verbindung. Sie waren in meinem Traum? Ja, ich habe sie unterwiesen. Sie haben meinen Fehler bei Barbara wieder gut gemacht. Fehler bei Barbara. Was habe ich denn da geholfen? War ja schon wieder so ein Wald wie bei Alan Wake, dem Signal. Aber hier ist was anderes los. Nicht gut. Ah ja. Alter, was ist denn hier los? Ich höre immer was von hinten. Das warst du wohl von oben, ja? Oben geschmissen hat. Flash bedeutet Licht. Ah, okay. Ach, das kann ich von hier nicht. Licht ist immer gut. Gut, ohne Rumgezeder machen wir jetzt mal herüber. Ja.
Die schon wieder. Mann, Mann, Mann. So, noch irgendwo der Begriff Licht. Was brauchen wir? Brauchen manche so viel? So. Kein Videospiel, nein. Aber ich muss feststellen, wenn man das schön ruhig spielt, dann funzt das. Wake rannte zum Licht. Es war sinnlos. Er würde es nie erreichen. Sein Leben würde genauso einfach ausgelöscht werden, wie das, was ihn retten sollte. Sogar als das Licht fort war, musste ich immer weitergehen. Wir schon so ehrlich sind, Alan, und ich möchte wiederholen, wie sehr mich Ihr Durchbruch freut, möchte ich Ihren Zustand zusammenfassen. Ich bitte darum. Und bitte sagen Sie, wenn Sie glauben, dass ich unfair bin. Okay. Zuerst das Offensichtliche. Der Unfall. Unbehandelte Kopfverletzung. Nichts gegen Dr. Nelson, aber er ist nun mal kein Neurochirurg. Wahrscheinlich hat die Verletzung Sie mehr beeinflusst, als Sie denken. Ja, ich hatte schlimme Kopfschmerzen. Dann ist da Ihre Vorgeschichte mit dem Medikamentenmissbrauch, gepaart mit chronischer Schlaflosigkeit, was zu Halluzinationen und extrem schlechter Impulskontrolle geführt hat. Das ist eine gefährliche Kombination, unter der Ihre Frau mehr gelitten hat als Sie. Das hat sie, ja. Ich weiß. Ich übertreibe wohl kaum, wenn ich sage, dass Sie sich in einer Phase des totalen Leugnens befinden. In Ihrer Fantasie sind Sie ein Held und ein Opfer. Sie erlaubt es Ihnen, sich der Verantwortung für Ihre Taten zu entziehen, Ihre imaginären Probleme zu lösen und die Dinge zu ignorieren, die Sie wirklich beschäftigen. Ja, ich glaube, das geht mir jetzt weit. In Ihrem Wahn sind Ihre persönlichen Probleme Instrumente, die Ihnen erlauben, Alice zu retten. Hallo? Vielleicht sogar die Welt. Dr. Hartmann, ich glaube, das trifft es. Oh je. Ich habe nichts einzuwenden. Aber das ist offensichtlich. Ich will nicht darauf herumreiten, aber nun... Nein, nein, ich verstehe. Ich muss mich den Dingen stellen. Genau, Alan. Sie haben so viel Kraft und Fantasie in diese Selbsttäuschung gesteckt. Aber was hat es Ihnen letztendlich gebracht? Sie haben meine Hilfe abgelehnt und jetzt sind Sie hier. Hat Ihre Halsstarrigkeit Sie wirklich weitergebracht? Ja, ich konnte vorher nicht weg. Ich hab's versucht. Und das ist alles auf Band aufgenommen, diese ganzen Sitzungen mit diesem Dr. Hartmann. Und ob Alan Wake wirklich verrückt oder so ist, ich weiß nicht. Es war nur ein weiterer Verwirrungsversuch. Aber jetzt weiß ich, was diese Einbildungen wirklich waren. Schmerz, Schuld und Hoffnungslosigkeit, in denen ein Teil von mir schwelgte. Was ich gehört hatte, war nicht die Wahrheit. Nur eine weitere giftige Illusion. Sie ging tief,
Doch das machte mich nur noch entschlossener, ihr zu entkommen. Ich wollte nicht länger dieser Mann sein. Ich musste das Licht sehen. Ja, hier drüben rüberspringen. Das ist wohl nicht so groß. Oh, das ist ein Flugzeug. Ich habe jetzt erst gedacht, das ist ein Boot. Oh, genial. Ist ein Flugzeug abgestürzt. Da ist mir nichts mehr bekannt. Oh, okay. Ah, das sollst du nicht reinrennen. Okay. Ja, jetzt komme ich hier rüber. Aber hier liegt nichts. Nein, nein, nein. Oh Mist! Ausnahmsweise ist er mal richtig gesprungen. Ein ungutes Gefühl. Ist er schon? Da war noch jemand. Erst wenn die dicke Frau aufgehört hat zu singen, ist es vorbei. Toll. Sollte vielleicht auch mal rennen. Gut gemacht. Sie haben es weit geschafft. Aber es fehlt noch ein Stück. Sie müssen ihren Geist vollständig kontrollieren, die geschaffenen Fantasien loswerden. Ja, ich glaube, das kann ich. Vieles, was ich hier gesehen habe, ist persönlich und unschön. Es tut weh, aber es macht mir nichts vor. Ich weiß, es ist irreal. Gut, Sie wissen es. Aber nicht der Teil von Ihnen, der sich selbst zerstören will. Sie müssen vorsichtig sein. Nur weil sie die Lügen erkennen, macht das die Gefahr nicht weniger real. Ich schaffe es. Ich habe keine Wahl. Ja, ich kann nicht weitergehen. Aber das wird ihnen helfen. Danke, sag ich mal. Ich will dir was sagen, Alan. Ich weiß, wie dein Kopf funktioniert. Du versaust es? Dann analysierst du es und bevor du es realisierst, schreibst du all die Horrorgeschichten in deinem Kopf. Stimmt's? Komm, so bin ich nicht. Ja, es stimmt. Ich weiß, wie es läuft. Du bist ein Versager. Ich hasse dich und ich werde dir niemals verzeihen. Habe ich recht? Oh Mann. Siehst du? Ich kenne dich. Aber Alan, es ist alles in deinem Kopf. Ja, ich liebe dich und ich gehe nirgendwo hin. Also dieses Ich hasse dich, das stimmt nicht, das glaube ich. Es kamen immer mehr. Oh, hör doch mal auf. Es waren zu viele. Horden über Horden schwärmten durch die Landschaft. Mord im Blick. Sie suchten nach Wake. Und diesmal würden sie ihn durch ihre Überzahl erledigen. Oh.
muss mit dem Licht gehen. Geht's lang? Ach, was war denn das jetzt? Oh nein! Es waren immer mehr! Es waren zu viele! Horden über Horden schwärmten durch die Landschaft! Voll konzentriert. Mein Gott, das ist die Stelle hier. Das war wieder diese Stelle. Schmeiß was! Ach, du sollst was schmeißen, du Vogel! Entschuldigung. Lauf, Ellen, lauf! Oje, 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 ey, ich krieg hier echt noch einen Kasper. Immer noch! Muss er leuchten.
Oh. Ich war erleichtert, es hierher geschafft zu haben, war aber nicht sicher, was nun geschehen würde. Moment, ehe ich hier reingehe, schaue ich mich nochmal um. In dem Spiel, was hier so rumliegen könnte. Aber natürlich wieder nicht tut. Oh! Doch! Ich hab's. Ja, eins davon. 10 Stück? Oh nein. Nie im Leben, da ist das Spiel, da ist ja die DLC schon fast schon wieder zu Ende. Ja, was wird wohl hier jetzt wieder passieren? Ich ahne nichts Gutes. Okay, dann lass mal nach oben gehen. Leuchtturm war immer das Ziel. Zane war fort. Ich war nicht sicher, was das Dunkel ihm angetan hatte, dass er nicht folgen konnte. Doch jetzt war ich auf mich gestellt. Aber er hatte mich so weit gebracht. Allein hätte ich es nie geschafft. Das Ende war nahe. Es dauerte nicht mehr lange. Nach unten. Da muss ich nicht irgendwo was... Ah, bestimmt das Licht wieder einschalten. Der Wechsel der Landschaft überraschte mich, aber nicht sehr. Langsam verstand ich die Symbolik und wie der dunkle Ort funktionierte. Ja. Der Leuchtturm ist wieder weg. Und wir sind an diesem Cauldron Lake, wo das Haus stand, und haben jetzt erstmal eine richtig schöne kurze Ruhephase. Ich weiß, ich muss nach unten, aber ihr wisst ja, ich suche. Ja, dann muss ich hier lang. So weit nach oben kannst du nicht gehen. Doch. Da muss man so weit laufen. Okay. Na gut. Oh, da geht die Puste wieder aus. Ich krieg hier noch Depressionen. Was? Zane ist also dein neuer Kumpel, ja? Ich fühle mich verlassen. Lächerlich, du bist nicht mal real. Das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe.
Es ist so, hier musst du rational bleiben und deine Fantasien aufgeben, richtig? Ich hasse es, das zu sagen, Kumpel, aber ich bin eine... Schön, du bist aufgegeben. Tschüss. Herr, ich will nur sagen, dass du nur durch mich in diese Hütte kommst. Manchmal muss der Held eben sterben. Aber Mann, daran bist du doch gewöhnt, großer Schriftsteller. Oder nicht? Es war überall. Es nahm selbst die Leute, die Wake kannte, und richtete seine Freunde gegen ihn. Was sagt das Qualm, wenn man so verzweifelt versucht, nicht gesund zu werden? Los geht's! Ich verdiene mir die 15% Provision. Super, dass du dir erst einen imaginären Freund erschaffst und dann kannst du nicht mehr mit ihm auskommen. Soziale Kompetenz! Ganz groß! Durchbrechen wir ihre Schreibblockade! Ellen! Nicht nur das! Du bist ein Meister des Kriminalromans! Du brauchst das dunkle Gas! Ein Meister des Drogenmissbrauchs! Das ist die Beste! Betrachten Sie es als radikale Schocktherapie. Die Geduld aus. Ich irre! Ah.
Oh, ey, jetzt habe ich mal kurz gemutet. Jetzt konnte ich nichts sagen. Also, ich war so konzentriert. Mann, was gab's denn hier noch einzusammeln überhaupt? Na toll. Die Schrotflinte. Und 20 mal Licht. Nicht zu fassen, ja. Das war aber auch jetzt ganz schön mies. Ah nein, hier ist ein Abgrund. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Wo bin ich? Warum geschieht das mit mir? Es ist zu dunkel. Wo bin ich? Ich finde den Weg nicht. Warum geschieht das mit mir? Ich finde den Weg nicht. Es ist zu dunkel. Warum geschieht das mit mir? Ha? Einfach so war mein Geist wieder klar. Zane hatte recht gehabt. Ich konnte wieder klar denken. Aber ich konnte hier nicht überleben wie er. Und nochmal käme ich wohl nicht zurück. Es würde schwer werden, den Ort zu verlassen. Vielleicht unmöglich. Es fehlte nicht viel, dass meine Gedanken wieder abwanderten. Es war zu leicht, sich am dunklen Ort zu verirren. Vorher wollte ich mich zusammenrollen und sterben. Einfach abdriften. Doch hier war ich. Die noch ungeschriebene Zukunft wartete darauf, sich zu entfalten. Einen zweiten Teil von Departure. Mein Name ist Alan Wake. Und ich bin Schriftsteller. Ja, das war's für der Schriftsteller. Ja, sind wir schlauer geworden? Special Feature zu Ende des Speziellen. Ja, der zweite DLC ist zu Ende. Und damit... Ja, Alan Wake Remastered, verabschiede ich mich, lass die Credits wieder laufen. Und, ja, ich bin wirklich nicht schlau geworden. Nicht? Das könnte jetzt von jemandem erzählt worden sein, der im Koma liegt und diese Geschichte im Koma erlebt. Gibt's ja auch schon, ja, Spiele. Ja, dann wünsche ich noch, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören, wenn ihr bis hier dabei wart. Und bis zu dem nächsten Spiel. Die noch kommen und folgen. Das war's. Alan Wake ist komplett Geschichte. Also, ich hab's aufgenommen. Ja. In dem Sinne, viel Spaß bei Major Tom. Und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Spiel. Ja. Projekt. Was auch immer. Was da kommt. Tschüss. In a tin can.
Thank you.